würde mal Sejo spielen wollen. Ich denke, der Champion ist fucking broken. Ich will auch einen bestimmten Champion spielen. Du willst, dass Alpin Diana spielt und ich Yone. Oh Gott. Klingt fucking geil. Sejuani, Diana, Yone. Kann das sein, dass keiner der beiden Teams diese Series bis jetzt Seraphine gepickt oder gewandt hat? Ja. Okay, cool. Darf ich auch einen Champion spielen, den ich gerne spielen wollen würde? Ich finde AD Carries zurzeit extrem broken und einen AD mit einer Melee zu haben, ist nicht worth it. Das ist meine Meinung. Ich finde, wenn man einen guten Yone spielt oder einen guten Yasuo, ist das besser als ADC, aber... Ich würde einfach einen AD Carry dort zusätzlich noch spielen. Okay. Also ich würde praktisch... Also mein Traumdraft sieht so aus, Sejuani... Sejuani, Diana, Yone, Ezreal und dann haben wir einen AD Carry und einen Supporter. Wahrscheinlich einen Enchanter, aber vielleicht auch einen Engage Supporter. Fairerweise muss ich aber sagen, in der Draft haben wir sehr viel physischen Schaden. Ne? Sejuani ist auch hauptsächlich physischer Schaden. Ja, viel CC noch. Und dann wir haben Diana und Ezreal, wenn wir dann mit Split Damage haben. True, true. Das, aber es tankt Diana, ne? Ist trotzdem wahrscheinlich genug. Ja, ist genug. Wir können auch einen normalen AD Carry spielen und halt mit Enchanter haben wir auch noch ein bisschen mehr Magic Damage dann. Ja, Agri, was hättest du davon? Hier Diana, Sejuani, bam bam. Ja, rein da. Mann, man. Oh, das wäre ein guter Draft Pickets. Jetzt, ne? Bam bam und dann Yone 3 und dann zwei Buns, bam bam und dann Bang und dann GD. Biggity boom, biggity bam. Ich hab nur bis 18 Uhr, ne? Also wenn das Game 40 Minuten ist, kann ich kein Review machen, ihr könnt ja trotzdem noch analysieren. Mhm. Bist du heute bei der LEC eingespannt? Nope, aber ich muss weg und ich bin noch nicht online, während die LEC ist. Hast du ein Date? Nee. Schade. Also ich habe ein Date mit meinen Eltern, das ist ja nicht wenn du das Ernst. So willst. Ist das schlecht? Ja. Okay, Entschuldigung. Aber ich muss sagen, also das macht unseren Yone vielleicht ein bisschen bad, oder? Das macht unseren Yone ein bisschen awkward. Ja. Aber ich würde es trotzdem einfach machen. Unser ADC auch. Ich finde es halt trotzdem klasse. Ich will einfach mal Freddy's Yone sehen. Nochmal, ne? Können wir aufhören, jedes Game Renato zu picken? Nee, das war doch Yasuo, wo er weniger Damage gemacht hat als Kani. Wir können auch Yasuo nehmen, tatsächlich, gegen Renato Ult. Ich erinnere mich, stimmt. Wenn das für dich besser ist, ja? Why not? Also, wir können Yasuo oder Yone hier? Ja, ich bin Yone besser. Also, ich würde Yone einfach mal spielen wollen. Wäre besser. Aber mit... Ja, geil. Finde ich sehr gut. Was ist nochmal unsere Antwort gegen Renato? Wir sind, glaube ich, outdrafted gegen Renata. War nicht Karma unsere Antwort? Wir können nicht immer gegen jeden Support outdrafted sein. Leute, die haben Morgana getickt und wir haben da nicht so eine gute Antwort gehabt, oder? Nee, Morgana war gegen Soraka. Gegen Renata ist einfach... Man hätte vielleicht auch der Stimme aus dem Off, die gesagt hat, lasst uns Morgana bannen. Wir haben 3 Engage-Champions. Ja, ich komme gleich rüber. War so ein Problem? Allgemein? Ja klar, wir können halt nie engage. Blinded, aber? So. Ich meine, wir picken einfach einen Enchanter dagegen. Fertig. Welchen? Habt ihr gesehen, dass Silphy sich als Coach anbietet? Ja, ich habe mir das auch angehört, was er gesagt hat. Und honestly würde ich bei allem, was er gesagt hat, zustimmen. Ja, ist ein guter Mann, ne? Ja. Können wir uns überlegen. Ob wir vielleicht eine Session mit dem im Bootcamp machen wollen. Wenn er rumkommen möchte, wäre voll Hype. Ja. Aber er lebt doch in Hamburg, glaube ich. Ja, wenn er rumkommen möchte. Er kann ja auch einfach remote da sein. Ja, er kann auch remote so zugeschaltet sein. Wir müssen ja erstmal fragen. Ja, aber... Ich kann einfach bei den Scrims halt helfen, die wir jetzt machen, vor den Playoffs. Wäre vielleicht sogar sinnvoller noch. Ja. Soll ich vor den Games noch mal da sein, wenn er möchte. Wenn ja, für morgen oder so, wenn wir morgen noch was haben. Ja, frag doch mal an. Ist auch Free Content für ihn. Also ich würde entweder Janna oder Rakan spielen. Okay, die Begeisterung hält sich in Grenzen. Ich kann auch Ash spielen. Ich geb dir Rakan. For real? Wie ist denn Rakan into Renata? Nicht so gut. Aber sollten wir nicht. Sollten wir doch jetzt eigentlich einen Enchanter spielen. Jenna, Karma. Karma ist gebannt. Karma ist gebannt. Jenna, okay. Würde ich vielleicht. Nami, Soraka. Jenna wäre hier nice gewesen gegen Wukong Nah halt. Irgendwas in die Richtung. Nami wäre gut gewesen sogar. Ja, also die kommt, wir jetzt haben, wir gehen halt alle rein, ne? Wir gehen deep. Nami works. Oh, das ist auch nicht das, was Renata will. Das gegen Renata. Egal, wir flexen die einfach um. Das ist perfekt. Wir haben so lange halt, ne? Wird Togo. Das ist ja der neue Patch. Boah, die haben so viel Disengage. Holy fuck. Auf welchem Patch spielen wir Playoffs? 13. 13. Genau 13. Genau achso, dann 13, schau, dann kommt der Varus-Buff nicht mehr durch, ne? Aber die gebrochene Siege. Der ist dann für Relegation, trust. Also was aber ich mitbekomme, ist, die Siege doch nicht so broken. Weil die ja gehotfixen wurde. Und die soll doch nicht mehr so krass sein. Also soll auch beide sein. Die ist quite good still, glaube ich. Brücki, listen to me. Dein Yasuo hier, was hältst du davon?
Ich mir wir alle gehen rein. Nee, jetzt lass mal bitte normale Lane spielen. Ich glaube, das ist auch End. Ich glaube, das ist End, Tolkien. Es tut mir leid, ich kann leider kein Yasuo spielen. Das wäre so ein Zengi Granate Ult. Was mit Twitch? Ja, einfach so crazy. Irgendwas, was gut gegen Sivir ist, oder nicht? MF wäre hier gar nicht bad, no? Ich habe kein MF mehr. Dann sag an. Ein Schlitzkill nie wieder spielen. Ich spiele einfach nochmal Aphelios, warum nicht? Yes. Ja, why not? Aphelios ist nicht gut hier, no? Warum nicht? Warum nicht Twitch? Twitch wär auch gegangen, aber Landing Phase ist keine Risky. Outrange, beide Carries, so? Wir haben ist richtig, ja. Es gibt also Twitch wäre insane gewesen, ja. Ja, also du kannst nicht Landing Phase mit Aphelios, so richtig. Eher als mit Twitch. Okay. Wir haben wieder sehr viele Auto-Attacks, also wir sind Top-Side sehr, sehr stark im Early-Game. Mhm. Wir sollten unbedingt unsere starke Top-Side nutzen. Ich weiß also halt nicht, wie gut Wukong ist, ne? Gut um Level 6 ist halt nah wirklich einfach squishy für Seju. Selbst von Yvonne habe ich sie ja. Also kannst du einfach unboxen. Mit dir noch einfacher. Sobald er Mercs hat, das wird zum einiges härter. Er wird Mercs first item gehen. Ja. Kann aber gut. Also in der Theorie kann ich dieses Ding allein durch Farmen sogar schon gewinnen. Weil der Wukong ist halt krass auf Farmen. Okay, sure, dann machen wir nichts top. Alright, ein letztes Hurra, meine Damen und Herren. Also Mitte hat höchstwahrscheinlich Push im Early Game, ja? Mhm. Bis nun Quiver, glaube ich. Danach haben wir eine Menge All-In-Pressure und können skirmischen, glaube ich auch. Boss hat wahrscheinlich für immer Push. Für immer? Ich glaube für immer, ja. Auch ersten drei Level? Ja, wahrscheinlich schon. Wo muss ich wohl unten anfangen? Also will ich das Matchup jetzt einschätzen. Ich glaube, Sivir ist einfach super gut im Pushing. Wir haben Losing Support Matchup, also. Okay, also ist unser Call, wir spielen Early Top, ja? Ich werde nach oben folgen. Wir Full Clear nach oben und spielen Early Top. Okay. Ab wann habt ihr oben Kill Pressure, Tolkien? Wie gesagt, Level 6 ist das am leichtesten, aber geht auch früher, je nachdem, wie er spielt. Aber eigentlich war doch Argon's Call gerade einfach das Game mit Farm gewinnen. Natürlich Farm, aber ich frag mich zum Topstar jetzt. Vorsicht, also hier kommt der erste Harvard hier. Okay. Kurz noch ein bisschen Döner. Jetzt hört auf, ich hab auch so Hunger, ich hab nur noch nichts gegessen. Das ist der gute Scheiß, Kani. Münchner Döner, voll geil. Besser als diese Berliner Rotze, die ich beim letzten Mal hatte. Tatsächlich, ich hatte in Spandau auch nicht mehr so geile Döner. Also der Döner, den ich in Spandau gegessen habe, war terrible. Nee, den safe bei sie, oder? Nee, auch bei dem am Bahnhof war ich mit Johnny, waren wir da. Am der Bahnhof, war auch nicht so gut. Da beim Rathaus. Ja, ich weiß. War auch dieser Chicken-Döner von Sola, also der ist auch wirklich... Von Sola? Den kann man nicht vertrauen. Nee, also ich weiß nicht. Der hat keinen Geschmack, der Mann, ja. Sola ist eigentlich schon der Gourmet, aber die Döner bis jetzt, ich weiß nicht. Halt, let's get it. Nächstes Mal geben wir Tolkien Döner essen. Da scheint zu leashen. Da will ich nicht unbedingt trauen, ich hab Geschichten gehört. Warte, leasht nicht. Ja, na, hat ein bisschen Rage, Shot hat leasht. Wo ist denn die Renate? Ja, Mitte pusht, wie zu erwarten, ne? Du müsst also vorsichtig sein, dass ihr Bot nicht dive redet, ne? Mhm. Push ruhig für zwei. Ich hab Priorität. Wieso haben wir Prio? Ja. Wir haben Prio. War doch ganz leicht. Die werden nicht der jetzt Togo? Sehen. Wirkung ist wahrscheinlich jetzt gleich an den Wölfen. Der hat eine Raptoren gewollt, ne? Wenn ihr Prio habt, könnte ich also einfach nach unten laufen und wir fighten den Wukong. Aber das Ding ist. Das ist, glaube ich, nur Gunst. Ich weiß auch nicht, warum wir randomly Prior bekommen haben. Das sollte eigentlich nicht Norm-Zustand sein. Verliert ihr das, oder was ist die Lage gerade? Nee, ich habe einen Share für den Ken-Minion. Ich bin eigentlich... Ich krieg gerade auch Push-Action. Drei Prior-Lanes, what is this? Ich sollte aber nicht pushen. Also der hat auch den Metalizer, also... Das stimmt ja nicht. Buchen wird euch Bot ein Gank, ne? Wenn ihr so spielt.
12 Sekunden cooldown auf alles. Also guckst du einfach auf zwei Lands gleichzeitig oder was? Das ist ja mega krass. Ich könnte okay, jetzt die pushen nach dem Base direkt hier nach oben laufen. Okay, bitte pusht jetzt von denen. Den Wukong am... Wir gewinnen jedes 2v2, wenn ja, gerade mega. Ich hab wahrscheinlich Item-Vorteil. Okay, dann werde ich versuchen, die Wraith wieder zu endpushen, was ich kann. Worst Case habe ich nicht Item-Vorteil, aber er wird seine Spells auf die Crump verwenden. Bitte Hard-Push, vielleicht wollen die Top-3. Wir sind Wukong-Bots, wir sind Wukong-Bots. Für die 2. August zu spielen. Botan ist im River, sorry. Okay, wir trappen den da oben jetzt gleich am Grump. Der Sie wird wahrscheinlich basen. Ja, dann versuche ich reinzupushen und da zu sein, aber es... Das heißt, also, dass ich mit dir gesinkt bin, ist nicht so leicht. Nicht mehr so funktionieren, aber vielleicht können wir einfach topganken. Das ist aber farm. Dann kämpfst du mal nicht. Ich auf der anderen Seite. Ja, wir kommen ja jetzt noch ab und er wird jetzt aus der Base kommen. Der ich muss noch die Wave Collapse auf jeden Fall. Ich nehme jetzt erstmal diesen Ward mit dem Ding hier. Ja, ist jetzt mega nah, das heißt, er ist danach weak. Lame. Ich setze mich ja gleich hier oben rein. Weil wir wissen aber, dass er nicht da ist, oder? Das, ist nämlich sehr das wissen wir nicht. Nein. Wissen wir nicht. Wir können es nicht garantieren. Wo ist bei dir? Wo ist bei dir? Ist oder? Ja. Actually, ich bräuchte Hilfe, ne? Ich fahre hier. Ich move jetzt. Ja, kann durch den Turm durchlaufen, of course. Aber ich bin on my way. Na, ist auch on his way. Wir sind safe stärker. Kein Mega. Ja, also Sie wird sehr low. Wir können jetzt aggressiv gehen. Sie ist ungefähr ein Drittel. Kommt ja, ich hab gar nichts, Wenn also sie ist ein Drittel und kommt. Ja, ich kann kein Flash. Schalte irgendwas. Sie hat kein E. Noch ein Auto, maybe? Ja, wir müssen kurz warten. Bin ihr raus? Ja, ich bin fucking dead. Wollen wir noch fighten? Nein. Ah, das ist sehr awkward. Wieder genau dasselbe, ne? Wir müssen klar sagen, dass Albion das nicht machen kann. Wir können das machen, also je nachdem. Also ich weiß, wenn er sie über die Wand dashen kann und du nicht folgen kannst und so. Ja, aber ja gesagt, also dass er pusht. Okay, dann ja. Also ich dachte halt auch, dass wir das zusammenspielen können. Honestly. Ich dachte, du wartest halt im Busch oder so, aber hat er dich gefacecheckt? Ich glaube, der hat einfach irgendwo gewartet davor. Okay, da können wir mal raufgucken. Jetzt hat er schon Mercs, also ist ziemlich tanky. Wissen wir, wo Kong gerade ist? Der Path in Richtung Botside, aber er ist nicht so schnell und auch nicht so healthy. Ich resette hier Mitte und dann habe ich Berserkers, dann kann ich vielleicht pushen. Aber wenn du langsam chillst, kriege ich noch einen Stack für den Cannon. Ja, ich kriege ihn. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Unsere Wave sind in einem sehr awkward Spot. Wir bräuchten einmal Cover für den Ausbruch. Okay, dann lass kurz aufpassen, Brücke. Habt ihr noch ein Wort? Nee, 45. Nee. Dann droppen wir lieber ein paar CS, bis Agurin da ist. Aber wenn wir hier, also wenn ihr Bot einen Wave droppt, dann verlieren wir einfach Kabel. Okay, sie pushen jetzt eh. Wir können Freddy dazu fahren. Aber die Enemy Botlane ist chunked. So, also in dem Fight sind wir definitiv stärker. Ich gebe euch Vision nach unten, Der ist am Golem wahrscheinlich. Ja, hier. Ich glaube, mehr als die Krabbe können wir nicht machen. Passt auf hier, ne? Guck mal dahinter den. Einfach, wir nehmen nur die Krabbe und jetzt hat Azir Move, ne? Wir haben jetzt Move getradet, jetzt kommt er. Die Renate. Das heißt nicht irgendwie greeden jetzt bitte. Hast du sie? Gut. Ich hab die Krabbe, ja. Wir gehen beim Blue-Ding. Ja, die wollen zum Blue-Move. Die wollen den Blue-Move. Wir sind aber stärker. Okay, dann. Dann müssen wir jetzt aber stärker sein. Dann ich bin auch gut dabei. Der Blue-Move hat keinen Ghost. What? Hit it? Kommst du uns, Freddy? Wird es besser, wenn wir von einer Seite kommen, von unten. Aha. Genau. Der Blue-Move, ja? Ich bin sehr free. Okay. Knock up in 4. Vorsicht, ich bin oben. Zu Agurin? Ja, ist gut. Push einfach unten durch. Ich hab nur noch eine Q. Geht nicht zu deep, so Silber kann kommen. Weiter. Wollen wir den Dragon nehmen oder nicht? Ich will unten rauspushen. Ob dich das Fakt unten nee, mich nicht, aber wenn jemand helfen könnte, wäre es geil. Ich hab keinen Schaden. Ich will unten auspushen, aber ich kann nach der Wave kommen. Also nach dem Auspushen. Ich kann nicht kommen, ich werde reingepusht. Okay. Ja. Die sollten nicht fighten. Warum sind jetzt auch immer Mountain Dragons, wenn wir sowas machen wollen? Wenn ich Full Tank Diana spiele auch. Ja. 9 HP. Wird das sehr low? Braucht ihr mich jetzt noch? Nein, das ist Space. Ich glaub, du läufst übrigens direkt Topside, Kani. Okay. Und Brücki, ich hab auch Tier 2. Was machst du? Willst du auch nach oben kommen? Ich kann gerne nach oben kommen, wenn ihr wollt, ja.
Ja, ich kann direkt Bot gehen. Und du kannst direkt Bot gehen, ne? Das ja. passt perfekt. Na, ist ein HP, aber er hat noch Flash und alles. Also willst du oben erstmal nicht nehmen oder willst du erst nehmen? Ich würde erst nehmen. Wir haben ja Zeit jetzt. Wenn sie unten zeigt. Die Zeit könnte nicht da sein, wenn der jetzt direkt den macht. Ne? Aber Midlane ist sehr, sehr low. Kein Flash. Also ich fang den dann noch nicht an, bis Brücke pusht. Hat er sie gewollt? Mit Fightcrawler? Nee. Ich glaube nicht. Hier ist ein Wukong, by the way. Der könnte auf Base so euch schon, okay? Wir warten auf Pushes. Ja, wartet auf meinen Push, ich kann hochmoven, okay? Bitte kein Ult. Wahrscheinlich müssen wir den sogar abgeben, ne? Wenn er aus Base ist, kommt er mit mir. Das ist nicht bad für uns. Der hat auch keinen Smite. Jetzt hoch. Beide Midlaner sind komplett raus, ne? Wenn ja, beide einen Spiel. Er wird kein Smite haben. Wenn wir nah hier sehen, ist es free. Wenn nicht, es sollte free sein. Ich hab Cryo. Okay, du hast hier fighten. Du Lenz ist tot. Wir können fighten hier. Ready hat der Flash? Kein Flash. Oh, maybe ich werde aber reingucken, guck, was er macht. Das mit ihm? Wukong hat Ghost Up. Der hat Ghost Up und W. Der kann da gar nicht. Er hat mich gedrückt. Rein Stack, okay. Lass aber den Herald machen. Ich glaube, wir können zurückrotieren. Ja, ich guess ich wieder Bot. Ja. Für den Top. Und Nah kann jetzt durchaus hochmoven, aber wenn Wukong weggeht, ist fein. Actually, wahrscheinlich hätte er nicht anfangen sollen und erst Grace pushen. Aber vielleicht sind wir fein hier. Ich glaube, wir sind fein. Ja, die haben schon FF. Ich würde gerne meine Botside-Camps covern danach, okay? Dann recall ich mit dir und komm mit dir. Kommen Botside? Ich bin sehr low jetzt. Ich lauf direkt Botline. Okay. Ich kann leider nicht covern. Ich brauch vielleicht auch Hilfe, nicht gedacht zu werden hier. Die werden links. Ich muss basen hier. Wir hat Gold. Wir werden hier sogar aggressiv laufen. Kein Mega mehr, dann. Okay, ich kann aus der Base direkt in den Jungle laufen, wenn ihr wollt. Ich hab keinen Ult. Ich kann auch auf den Collapsen hier. Okay. Ich soll wahrscheinlich Mitte gehen, ne? Die hat keine Ult, so. Wenn die hier lang war? Die hat auch keinen Flash, fuck. Ich bin oben rum. Pass auf, was du hast. Du hast Spiel jetzt. What the fuck? Ja. Ich lasse nochmal durch, da wir hätten auf die Renate gehen sollen, mal. Nein, das ist wirklich nicht gestorben. Ich bin jetzt sehr gut dabei. hat er jetzt Sams? Nein, keine Sams. Okay, wie wollen wir das jetzt weitermachen? Ich muss jetzt basen. Der nächste Call ist, dass wir jetzt. Also entweder wir swappen zurück oder wir spielen für den Top-Tilt. Wir haben jetzt eine gestackte Wave, die wir nicht wirklich nutzen können, leider. Ja, ich wollte auch nur reinpushen. Du musst aber nimmst oder zwei, wäre schon nicht mehr. Ich kann auch top hovern, dann muss er vielleicht rausgehen, dann kannst du vielleicht hitten. Ich komm. Ist das nicht voll das Awkward-Szenario gerade? Bisschen schon. Also was wir machen wollen, ist, wenn man jetzt mit dem Herald Play aufsetzen... Nicht, weil ich einfach nicht weiß, wo kriegen wir Prior und wie können wir rotieren, damit wir den Herald setzen. Ich krieg Mitte jetzt immer Prior. Ich würde Botlane jetzt erstmal recallen, aber ich Botlane auch Prior, ich bin super strong. Okay, dann machen wir dann wir Seju Top, Brücki Bot und spielen für den Bot-Turt. Mit Mid-Pressure into... Into Bot, okay. Into Bot. Wenn ich reindash, kann ich dir auch helfen. Was denn? Ich würde sehr gerne unsere Ulti saven dafür, also für das Play. Und ich geh top. Ja, ich use nichts, ich geh Botlane. Nein, wir haben nichts benutzt, alles gut. Nach dem Raptoren laufe ich dann mit Brücki nach unten, das kann eine Slow-Push sein, glaube ich. Auf der Can Wave dann. Bleiben wir Botlane, beziehungsweise setzen halt, okay? Ja, ich bin on the way. Sehr gut. TP ist hier, Na-TP? Na-TP, ja. Wir haben beide TP. Na läuft jetzt gerade top. Okay, das heißt, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Vielleicht forcen wir nur TP und rotieren dann zurück. Ja, auf den Turm TPen, ich nicht. Ich kann nicht so drüber. Okay, die sind ein bisschen late. Renate ist jetzt gleich hier. Die sind sehr late, aber die haben zusammen rausgepusht, das heißt, ich kann... Also mach so langsam, wie es geht, wir brauchen noch Mitte. Ich komm jetzt. Aber das ist ohne Prio. Mach noch eine Wave, Freddy. Okay? Ja, ich. Azir ist komplett raus. Ich krieg Full Prior hier. Genau, gut. Und die Sivir ist gerade Recall gegangen. Azir hat Richtung Bot gehabt. Gehen wir für Tower Only oder würden wir die Botlane von denen auch diven? Nee, wir diven jetzt. Okay. Außer er hat TP, aber ich kann ihn canceln. Okay. Wenn wir canceln können, das Azir ist hier. Azir geht Mitte. Kein E-Shuffle. Ja, dann lass jetzt reinpushen und jetzt diven wir. Ja. Sind wir noch cancelbar aktuell? Also ich kann jetzt dann... Okay, ich kann jetzt kommen. Er hatte keine Spells mehr. Go check, go check, no? Die TP'n? Das ist Azir. Ich kann da noch... Nas cancelt. Ja, der Wukong vielleicht, ne? Das ist relativ klar. Ich hab noch cool einen Outlet gemacht, guys. Knock up in 4. Ist nicht mehr gut. Dass ihr nicht overextended, schaut, dass ihr für den Turret spielt. So einen Dive wollen wir nicht spielen, Leute. Wir haben die weggepusht, wir haben die Wave, wir wollen den Turret. Die war auch vom Turret, die sie. Lass einfach Dragon nehmen, Guys. Lass Dragon nehmen. Wir machen das gleich nochmal. Actually. Wir haben wieder Push mit holen, ja. Wir haben nur eine Minute, also wahrscheinlich. Ja, war zu kurz. Ich kann den Push mit holen und auch zum Black kommen. Oh, die sind alle super low. Na, Batsch.
Werde, willst du einfach Top-Lane gehen? Ich bin tot, ne? Ja, das sagt okay, von mir. Okay, okay. Mein Harry wird auslaufen. Ich geh einfach Bot, ne? Ja. Soll ich nur Midlane Plätze nehmen sollen, honestly? Setsch. Wenn ich den Plan nicht weiterspiele, haben wir einfach Drake, ne? Ja, oder... Ja. Da gab es sehr viele Möglichkeiten, da besser zu machen. Aber es ist nicht schlimm, es ist trotzdem, wer was probiert... Setz ich den noch, oder? Ne, der reicht nicht, ne? Wie meinst du? Der Harry, der läuft jetzt bald aus, sonst entweder setze ich ihn jetzt, oder ich... Mach jetzt! Dann setz ihn jetzt. Du kannst die Top setzen, ich hab die Pete Vantage bei dir, wir können für Drake noch spielen, vielleicht. Okay. Nas, Howard auch mit dir hier. Die haben den Dragon angefangen, so. Ich kann Recon und TP ist in Ulti 10 Sekunden erlischt. Also sie werden ihn auch haben. Okay. Ich glaube, ich kriege jetzt einfach in die Topside rein. Und dann können wir mal gucken. Der Harold wird eh keine Platten kriegen. Okay, wir spielen jetzt 1-3-1, ist das okay? Können wir das machen? Oder ist das schlecht für euch, die Midlane? Jetzt gerade können wir, glaube ich, 1-1 spielen. Nein, ja. also ja, Flash wahrscheinlich, oder? Also ich glaube, ich bin shufflebar. Red Free. Mhm. Wo? Die sind Mitte auf, die wollen dafür gehen, glaube ich. Oder sie wollen einfach nur eine Herald. Ich habe den Charge-X sogar bekommen. Wenn ich jetzt. Der Azir scheint runterzugehen. Ich nehme meinen Reset, dann habe ich Shield Board, dann bin ich extrem stark auf der Sideline. Ich bin nach diesen Kämpfen wieder auch extrem stark. Willst du jetzt mit Ender und gegen Nah gehen? Du kannst den probably ziemlich easy Kingdom. Hat der Nah eigentlich gerade getp'd oder? Ja, hat er. Ich habe ihn gecancelt. Ja. Wir können auch so. Also, warte mal, also haben wir TP Advantage auf beiden Solo-Lanes. Nee, ich habe keinen TP. Ich habe gerade TP'd. Ah, okay. Wait, dieser Bug, wann wird das denn gefixt? Aber dann mache ich das hier und dann tippen wir nach unten mit Sage Run, oder? Ja, ich denke auch, dass das gut ist. Ja. Noch jedes Mal Prime haben. Aber was mit Harold in 50? Wollen wir nicht lieber den spielen? Oder wir setzen Sage nach unten, dann können wir nach Harold tippen. Ja, ich glaube, wir sollten Sage nach unten setzen und dann eine Wave wird swappen. Genau, eine Wave wird swappen, genau. Wir sind aber ein bisschen später für Harold. Also ich habe keine Bot-Pressure, wenn Harold ab ist. Ja, aber wir müssen jetzt schauen, vielleicht sind die auch nicht richtig on Tempo. Die rotieren Mitte rein. Die Mitte. Das Töte überhaupt schon down? Nee. Ich first hurt machen? Könnt ihr bitte einfach Mitte? Die Fan? Ich glaube, du solltest es nach oben stoppen, fertig oder nicht? Wukong kommt nach oben. Wollen wir nicht lieber einfach das machen, worauf wir planen? Ich meine, das ist free first hurt, das ist ja das, was wir beim Harold kriegen wollen, ne? Dann denke ich wieder Top-Lane. Aber dann haben wir auch ich jetzt gerade kein Play Top-Side, sondern ich laufe nach unten. Ja, die können mich niemals bleiben. Die sind alle Top-Side. Aber wir geben Harold ab, heißt das. Wieso? Oder läufst du jetzt zum Harold? Ich laufe jetzt, ja. Wir nehmen den Mitte, das ist doch fein. Okay, dann lass du sonst mal Harold. Enemy Red Spawn, der ist wahrscheinlich die Bot-Side. Nee, der ist gone, das ist einfach nicht, also wenn einfach zu spät wieder. Lass einfach Bot den nehmen. Ja, nimm Bot Camps. Wir haben noch TP, wir können auch Bot TP nur den diven. Was ist denn Mitte mit dem Tier 1, ja? Wir könnten das auch, Bot den diven wäre auch noch besser. Mitte Tier 1? Mitte Tier 1 ist sehr gut. Mitte Tier 1 ist sehr gut. Die haben keine Sums, glaube ich. Also hier kann da sein, ne? Ihr seid sehr. Okay, die kommen jetzt von Harold, ne? Ja. Der Renate ist schon gut, ne? Als Champion so. Wir brauchen wieder ein bisschen Disziplin, it's all good still, but we need some discipline. Okay. Hier, Butler ist sehr, sehr stark jetzt. All good. Die werden einen Mid-Tilt hier bekommen. Hat das Ziel geultet, geflasht? Der war nicht ich glaube, Azir war gar nicht richtig dabei bei dem Fight. Ah, alles klar. Alles ready. Und der war gar nicht richtig dabei. Die kriegen jetzt hier 1 mit und gehen für den nächsten Charge wahrscheinlich. Glory to Shurima. Wenn die in Richtung Botside reinlaufen, können wir vielleicht TP'n hier. Hinter die TP'n? Ja. 60 Sekunden noch, Mann. Ich kann den Gnar extrem bullen auf der Seite. Der hat keinen Flash. Ich nehme einfach Top Turret. Der ist an der Scuttle. Ich schau mal, Blocker ist. Ja. Okay. Ich TP. Ich tippe ganz deep, ganz deep. Ist halt er sehr, weil er ist ein bisschen. Ja, ich bin hinter ihm, Ich hab keine Ulta, kein Ignite. Mhm. Der hat keine W gerade. Irgendwo hier ist noch dein Nah, ne? Ja, wenn du den findest, kriegen wir den auch noch. Können wir für Botlane Tier 2 pushen direkt? Komplett? Mit der Fanwave? Ich glaube, du solltest wieder top gehen, ne? I can, aber. Kannst du T1 für Tier 2 traden, oder nicht? So, okay. Ich glaube. Weißt du, wir können den wirklich nehmen, wenn die Sieger da gleich hinrotiert? Ich hab jetzt Ulti. Die müsste von Mitte rotieren. Aber wir bräuchten dich, Tolkien, ne? Also so machen wir es auf jeden Fall nicht. Dann ja, man, die Sieger wird einfach hier sein, ne? Ja. Ja, das ist also, das müssen wir nicht machen. Ich hab Ulti in einer Minute. Ich denke, es ist besser, was wir machen so. Ich kann für Drake da sein, I think. Ich kann eine Wave pushen und moven. Bin da ein bisschen spät, probably.
Immer noch ein Base, aber ganz gute Vision für den Dragon. Hat wer gefragt, wer es benutzt? Wukong? Nee, ne? Nee, der hat er noch einmal. Nee, da hat er keinen Ghost. Ich push jetzt eine mehr vom Move rein, okay? Jo. Dann über Mitte da sein. Wollen wir über Mitte spielen? Genau, wir spielen über Mitte und. Hier geht's zu viert Mitte und ich komme von Bot. Du kannst Bot flanken, ja. Ich flank nicht so weit. Also wir brauchen einen Flank aktuell sowieso. Wir dürfen nicht geschlossen in die Renata halt rein. Ja. Der Gnar war, glaube ich, gerade mega nah. Wir könnten probieren, dich da unten zuerst rauszufassen, ne? Genau, der Gnar ist gerade im Cooldown. Wir haben einen Flank. Der Gnar ist gerade im Cooldown-Mode, ja. Hier ist ein Ward. Ich bin hinter denen. Ich hab Shieldbau. Ja, wollt ihr dafür gehen? Ja, rein da. Okay, ich komm, die werden nicht gleich spawnen, ne? Ich hab sein Shield bekommen. Ja. So, weil soll ich auf was sagen, ulten? Wenn Sivir ist, ist es bad. Du sagst Bescheid, wenn du ready bist. Ich hab ein E. Bin ready. Ich kann hier reingehen. Wollen wir gucken? Ja. Hier, wartet, hier an der Position. Ja, I'm in the Super. Ich hab ne 3-Mann-Ult in der Wegner. Renata-Ult kommt, Vorsicht, hier nochmal ein Knocker. Kriegen wir noch. Okay. Ich kann mich erstmal nicht bewegen. Erstmal zurück, front to back. Ich kann nicht mehr fucken, na. Ulk ist stacked, das fuck. Aber, leider. Das werden den Drake machen. Die chasen immer noch weiter. Noch fighten, ich komm zur Brücke. Azir ist reingedasht. Ja, ich glaube, ich soll noch fighten können, oder? Ja, Azir macht super viel Damage. Ja, wir sind Leute raus, wir sollten raus. Das Ding ist gone. Aber es ist fein. Wenn wir so einen Fight bekommen, wenn Freddy 2-3 Items hat, stirbt die ganze Backline. Ja, die werden den Tier 2 Mitte bekommen, ja. Nash ist auch ab und die haben sehr gute Nash-DPS. Vielleicht sollte ich mit Freddy flanken. Ich habe auf diese Art und Weise nicht wirklich viel Value, ne? Also ich kann da nicht Stunts durchkriegen und ich sterbe relativ schnell an deren DPS-Champs. Ich kann auch nicht, also ich kann auch nicht ran. Ja. Wir hätten auch noch keine Rakan-Ult, ne? Wollen wir nicht einfach 1-1 spielen und einfach Side-Dance gewinnen, honestly? Könnte ich ja Nashen, Vorsicht. Könnten die gerade Nashen? Ja, ich glaube, die könnten Nashen. Okay, Nasbot, sehr gut. Du hast DP diesmal ab, right? Das kenne ich back. Ja, diesmal habe ich ab. Ruhig, Brücke. Ja, ich kann auch legit eine Wave pushen und Botlane kommen. Und wir diven den gemeinsam und TP'n dann rein oder so. Ja, wir müssen mit Nash sehr aufpassen, ja. Okay. Ja, aber wir haben ja Double TP. Also ich pushe noch eine Wave, dann mache ich den Play. Dann komme ich zu dir, Botlane. Gerade im Big Boy-Modus. Ich hätte jetzt Mythic Base geholt, ne? Ja, aber Freddy macht guten Damage. Könnten oben sein, by the way. Dann glaube ich, okay. Auch wenn sie mehr Leute sind. Der Internation so ein Jungle. Ich kurz Base gehen für Items. Die haben mich unten gesehen, die haben mich unten gesehen. Die könnten direkt Finish gehen. Hä? Okay. Ich meinte, die gehen für was da? Ja, ich geh einfach top, ich hab keine Zeit für den Player, sie hat zu schnell gepusht. Would not be good. Vielleicht kannst du Red nehmen, Freddy. Ich muss wahrscheinlich, sie sehen wir da direkt hingehen, ne? Sehen wir? Wir sehen das. Wir können hier drin sitzen, müssen aufpassen. Ja. Also, sie ist top. Vorsicht, top? Was ist, wenn die jetzt top für das Player? Ich glaube, wir müssen in Mitte pushen mit dir zusammen. Es ist sehr hart für die, mich zu diven, doch. Safe, ja, lass mich pushen. Ja. Der Gnar hat sehr guten Timer gerade, Vorsicht. Gnar muss mit sehr guten Timer, der ist nicht gegen euch, ihr müsst raus, ihr müsst raus, nach unten raus, nach unten raus. Gnar kommt von da, der ist gerade Big Boy. Ist ja doch eine Wave-Prime gerade. Also wenn wir können, sollten wir 300 Gold warten, weil dann habe ich Infinity Edge. Ja, die sind jetzt gerade, also full Nash Vision. Okay, was machen wir dagegen? Ich kann mit euch gleich wegchecken, solange wir Azir sehen, ist das gut. Und sie wir auch. Das du jetzt einfach mal rein, aber wir resetten, okay? Zustimmen. Ich glaube, wir brauchen jemanden von der Solo Lines. Weil die, also, was hält die jetzt davon ab, das einfach zu beenden? Wir können nicht reinlaufen. Wir können nicht. Ich also, sehe, wir könnten den machen mit Wukong. Ja. Yeah. Komm mit dir, Kani. Doch, Top F. Also, die sind dran. 9k, 10k, 10k. Nice, ja, nice. Können wir da Top F catchen gehen? Ja, ich resette und hole den Habt ihr Red Ticket gehabt? Ich resette auch kurz, Vision neu. Jetzt kann ich auf jeden Fall auch Progress machen gegen den unten. Sehr gut. Frage ist, wie machen wir das mit der Vision am Nash? Könnt ihr die holen, wenn wir nicht da sind? Also wenn ihr nicht botpushen? Sehr riskant. Ja eben, also müssen wir zusammen was machen, ne? Ja. Aber was? Also wenn du Frage hast, kannst du einfach laufen. Und dann holen wir dann laufe ich über Mitte und dann gehen wir zusammen zum Nash rein, ja? Können wir jetzt zu euch damit nennen? Ich krieg auf jeden Fall Prior. Was ist mit Sideline Shadow? Ja, beide TPs. Nash abgeben? Also, oder also, wie meinst du das? Nee, nee, also, einfach, wenn, dann muss Freddy das mit mir machen. Ich hab ja, keinen Prior. Ja, Situ Freddy und ihr spielt zusammen auf den Gnar rein und das ist TP für Nash. Okay, bin mit dem Kompass. Nein, nein, dein ist noch nicht da.
müsste Top Lane. Ja, aber ich kann Top Lane defenden. Andersrum ist aber, ja, aber dann ist halt offensichtlich, also andersrum ist halt einfacher, weil da sie mehr pusht als nah. Nah ist ja schon gepressured. Ja, ich komme Bot Lane, aber das ist ziemlich obvious. Ja. Good work anyway, though. Was jetzt schon gut. Wir sehen auch erstmal jetzt gerade noch niemanden auf der Map, ne? Also die müssen aufpassen mit aggressiv gehen. Wir sehen den jetzt sehen sie auch Agri in Top. Aber ja. Ich bin hier. Vielleicht kannst du ihn ja zum Fight baiten. Mhm. Also hier läuft sehr aggressiv in den unseren Jungle rein. Mhm. Dann. Danke, Flash, leider. Okay, nice job. Können wir nashen? Wir können nashen. Nash. Die TP'n sogar. Ja. Wir können das nicht spielen, die kommen alle. Oh, ich weiß, das wäre so bad gewesen, ihn zu canceln, by the way. Kann. Bitte? Ne, Kani wollte gerade den Asir-TP canceln. Wir schaffen auch den Asir, den Nash. Was? Hä? Doch. What the fuck? Why not? Natürlich, der ist fucking free. Du hast gerade. Wir haben Asir hat TP'd. Na, 20. Also alle Wurzeit. Das ist kein TP. Ey, so. Wir können oben raus. Ich werde über die Wand queuen danach. Wir wollen danach direkt disengagen, Leute. Direkt oben raus. Wie wer fliehen kann. Drake ist 20, den werden wir wahrscheinlich abgeben müssen. Die werden euch chasen, wie spielt ihr das? Wir müssen auch mal gemeinsam gehen. Wir sind fein. Alright, good shit. Very well done. Kani, die können immer noch um mich hier gehen, ne? Aber es wäre doch nicht bad gewesen. Du musst schon ein paar Fels behalten, Kani. Ja, es ist fein. Okay, das heißt, wir gehen Dragon ab, wir pushen Top. Wir gehen Dragon ab, ich gehe jetzt Top. Seju geht... Hey, wir gehen 4 Mitte und einer Top. Ey, ich gehe jetzt auch mit euch Gruppen, honestly. Ja, ich glaube auch, ja. Mit euch also ich würde sagen, 4 Mitte, ich gehe Top. Und dann hovern wir zwischen den beiden Lades und nehmen die Tier 1 und hoffentlich die Tier 2, ja? Weil die nehmen gerade Drake und haben Botlane Pressure. Tier 1 sind beide mit den Turrets, beide Turrets sind easy, ja. Ich denke, wir sollten erstmal die Tier 1 gehen und dann können wir gucken, ob wir Tier 2 ist gerade unten. Ich hab noch 45 Sekunden. Ich kann gar nicht mitkommen und einfach Vision holen. Ich hab das schon mal. Weil der Turm ist ein bisschen Cockblock, ne? Yes. In Mitte meine ich. Also der Turm, ja genau der. Hey, wollen wir das diven, wenn sie wie unten ist? Einfach? Ja. Achso, wenn da jemand ist, aber das kann er. Push mal weiter. Ja, wir können weiter pushen. Topside Camps. Ich bleib auf Freddy's Seite. Vision aufbauen, Rakan. Ja. Hab mich gesehen, der ist fast mega nah. Be aware. Ich bleib nur im Fog of War hier. Aber wenn ich Mitte rotieren, kurz den Tier 1 nehmen, der steht da so juicy. Oh, wenn Freddy einfach Pressure ist, nicht schlecht. Ich meine, die gerade einfach die komplette Wave geklärt. Aber ja, also ich hab keinen Nash-Buff auch. Kann irgendwer mit Nash-Buff kurz hier hochkommen? Dann können wir den Tisch nehmen. Okay, warte, müssen wir mit aufpassen, wenn sich da einer zeigt. Wir nehmen Tier 2. Ihr müsst chillen, nicht overexcellen. Wir können auf euch rotieren, wir sehen nur Sevier. Der Rest kann bei euch sein, wir sehen nur Sevier. Okay, das ist fein. Du kannst wieder Mitte verschieben. Renata auch jetzt. Ich kann nicht da lang laufen, oder? Kriegen wir Turrets? Nice, good job. Castle Mega in Proximity. Das Wukong hier. Machen sehr wenig Progress gegen Siebe. Top-Land Progress ist leichter. Ja, aber ich brauche immer jemanden mit Nashboss, der kurz auf die Wave kommt. Wir müssen damit respecten. Nice. Hast du Mega geprockt? Weiß ich nicht. Not sure. Wir fighten Top. Es ist. Und wieder bei dem ihr müsst einfach mit pushen, glaube ich. Ist okay, der hat geflasht, geultet. Das Wukong. Ne, der hat kein Flash, ne? Der Wukong hat nur geultet. Und ich glaube, wir kriegen Mitte nicht gepusht. Wir kriegen Mitte nichts, also ist fein. Ich glaube, dann ist die Situation jetzt einfach vorbei, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, wir resetten jetzt einfach, verteilen uns wieder, strukturieren uns neu. Nächste Objective-Reihe ist 3 Minuten. Drake ist Soul für die. Das heißt, wir sollten wahrscheinlich versuchen, ein Setup für den Drake zu haben. Wir könnten noch ein Player auf der Sideline probieren, weil die Lanes so lang, die Waves so lang brauchen. Tolkien, was meinst du? Ja, sure, for sure. Wenn du mich hinter mich stellst, ist glaube ich sogar leichter. Ja, genau. Wir haben ungefähr, also es kommt darauf an, wie schnell der Asir pusht. Wir haben, normalerweise sollten wir noch ein bisschen Zeit haben. Ich kann Top-End beantworten, ne? Wenn ihr unten wieder einen Play machen wollt. Ja, wenn der Typ rein TP, der Asir ist einfach nicht gut, also... Den Asir hat gerade noch kein TP, glaube ich, ist ja dieser Timer. Spielt mal hier für dich. Ihr habt 40 Sekunden Zeit, ne? Ich würde gerne recallen hier, wenn es geht. Ja, es ist probably kein guter Play, aber wenn er intet, dann maybe. Schaut mal zum Red von denen, ja? Der ist gone, sie werden gerade gemacht. Die sind gerade hier oben. Okay, die rotieren jetzt, glaube ich, alle. Drei Leute Mitte. Ja, nur nah, aber wir machen. Das wir können den da. Ja, for sure. Okay. Ein Auto-Attack, du hast. Wenn wir früher unten sondern, I guess. Die sind alle oben, Agro, du musst aufpassen. Ne? Was, wir jumpen lassen? Ja, das kann auch leichter sein, einfach, wenn ich übrigens nicht. Ah, okay. Ja. Ja. Nein, ich wollte einfach. Ich dachte, du ultest einfach. Die rennen Mitte runter, ja, die rennen alle Mitte runter. Wir müssen wahrscheinlich gleich unseren Nexus defenden. Inhib ist gone. Asir ult, Sivir ult. Ja, können wir noch. Ne, wir können nicht mal. Ich werde schon eine sofort recallen. Wir haben actually so viel Damage, ist my bad. Ich dachte, ich kill den extrem schnell. Die machen weiter.
Wir sind gleich da. Mhm. Azir ult, sie wir ult. TP auch dafür. Ich hab keinen Ult. Das war auch Spiel, ne? Azir ult, sie wir ult. Ich bin in 10 ab. Also eigentlich kann die nichts tun. Können wir die soft chasen? Wir haben TPs. In deren Base, by the way. Wir haben einen Botnet Wave. Kann ich TPen? Die nächste Wave ist da hinten, ja, maybe. Ich tippe. Macht ruhig aber, ne? Macht ruhig. Ja, ich hab Ult ab. So. Warte einfach auf die nächste Wave. Wir müssen nur die Wave killen, Leute. Wir müssen nur die Wave killen. Ja, ja, ich weiß. Ich will bloß, dass sie nicht resetten. Die werden wahrscheinlich einer von den aggressiv pushen. Die werden für den Finish gehen, ja. Ihr müsst jetzt nur Wave klären und ich gehe auch für End. Also okay. Aber die werden wahrscheinlich 4 gegen 5 gewinnen, ne? Das ist wir haben nur einen Tor. Soll ich zurückkommen oder nicht? Ne, ist schon zu spät. Wir kommen jetzt. Bitte Wave, wenn ihr könnt. Vorsicht, kommt Dinge zu uns. Oh mein Gott. Ich kann hier enden, wenn ihr nur Wave klärt. Nein, die haben. Die enden das vor dir. Ja. Die enden das vor dir. Ja. Actually, aber ich glaube, dass wir nicht wirklich verteidigen können, oder? Haben wir auch nicht einen Fight gefunden, den wir richtig spielen wollen, right? Mit unserer Comp. Ich glaube, wenn wir sowas spielen, müssen wir einfach Renata bannen. Legit, das. Ey, das stimmt schon. Also, Renata ist nicht einfach. Wir haben mit der Full Design gleich gedraftet, for sure. Ja, aber legit, gegen Janna hätte das Game funktioniert. Aber nicht gegen Renata. So, ja, ich glaube auch allein so was wie Azir Wall ist so hart as well. Also, es ist nicht nur der eine Champion. Ich glaube, was ein Riesenproblem für uns ist, ist, dass wir einen AD Carry haben, der die Wave nicht verschwinden lassen kann, ohne sich selbst sehr zu gefährden. Wir brauchen in der Comp irgendwie was mit ein bisschen mehr Wave Clear, vielleicht eine Sivir selber. Oder der gute alte Ziggs. Also, findet ihr nicht? Ziggs, ich glaube, das ist ein Riesenproblem für uns. Weil wir hätten so easy über Sidelane spielen können, aber wenn halt die in der Mitte immer gecatcht oder sterben können, dann geht's nicht, ne? Ja, aber wir haben ja auch Unterzahl, also ist ja... Ja, aber also wie könnt ihr euch überhaupt killen? Die sind über, also in dem Fall habt ihr unten einen Play gemacht und keiner hat auf euch geachtet, nicht auf sich selbst. Ja, das war gut. Und dann wird keiner gecatcht, weil die nämlich, die gehen in die Topside rein, stimmt, ja. Holen Vision und können uns dann haben wir auch keine Mid-Prior mehr. Ja, klar, wir sollen ja auch keine Prior, ihr sollt offensichtlich keine Prior haben, wenn wir das Online-Play machen. Einfach unter dem Innenturm halt niemand sterben. Ja, so. Ja. Weil dann ist das Play ja völlig fein. Wir haben da unten noch ein Display. Das Play ist auf jeden Fall fein, das könnt ihr machen. Also, das ist auf jeden Fall, eigentlich ist das ein Free Kill gewesen. Ja, war mal bad. Ich darf da nicht sterben. Ich weiß nicht, ob diese Art von Draft, also Renata war auf jeden Fall ein Riesenproblem, ja. Das kann funktionieren, wenn die Gegner sowas wie ein Auto oder so spielen. Ich glaube, dann ist das relativ easy. Mhm. Wundere ich mich davon, also, sobald wir Nash kriegen, ist halt ziemlich eigentlich angenehm zu spielen, I think, mit dieser Art Draft. Ja, das stimmt. Was wir auch in so einer Situation machen können, ist einfach, wir gehen Sideline. Also die nicht Nichten Champions und Jonas Mitte ist oftmals viel angenehmer so zu spielen. Probably, ja. Weil wir nicht so leicht Engage spielen sein. Können. Wir können Mitte actually durchpushen. Ja, also das wäre wahrscheinlich auch noch besser gewesen, wenn einfach Jon alleine Mitte geht oder true. Dana halt für Jon Hobbit. Ja. Wir gehen Toplane. Das war actually sehr produktiv, muss ich sagen. Ach shit, jetzt habe ich gar nicht GG Well Played an die geschrieben, ups. Ich mach's für dich. Ja, schreib den mal. GG Well Played from Noway for you _ Sir. Findet ihr das allgemein nicht schon schwieriger zu spielen? Das, ja, for sure. Das, was wir jetzt gerade gehabt haben, anstatt ganz normal Mage Mitte, AD Carry Botlane. Sure. Viel ist deutlich härter. Ja, wir müssen mehr über Sidelane spielen halt dann, ja. Ich glaube auch nicht, dass es aktuell gut für uns ist, ja. Würde ich dazu stimmen. Ich denke, wir sollten ein bisschen was Konservativeres spielen. Ich mag Dana. Also. Wollt ihr jetzt wieder gehen? Early Game? Ich meine, die Sache ist halt, Tolkien muss weg, ne? Ich muss in 5 Minuten weg sein, ja. Ja, hast du 5, oder? Ja, genau. 5 Minuten habe ich. Gott, let's go. Dann mach mal an Algo gehen, mein Junge. Ich mach an, okay. Ich hab den kleinen Tür geschlossen. Ich weiß aber auch nicht genau, was da schief gelaufen ist, aber ich meine, wir haben ja auch bis den Fehler gemacht irgendwo. Ja, der Dive zum Beispiel. Also, actually, alle Dives waren nicht gut. Ja, stimmt, der erste Botland-Dive. Ich dachte, das wird so free, weil die Sivir so lange unter dem Tower stand, aber wir haben sie einfach nicht tot bekommen. Okay, zuerst das hier. Warte, ich bin noch nicht da. Den Call joinen. Jetzt bin ich da. Ich glaube, wenn ich mir das jetzt so anschaue, ich kann das nicht wirklich machen. Oh, das ist auch einfach stupid, ich soll da früh gehen. Ich bin so viel schneller als der. Ich verschwende hier so viel Zeit. Du meinst so, die Topside in Welt, ne? Ja. Ja, der war auf jeden der Fall muss, ein Fehler. So, aber wo konnte ich einfach straight gefacecheckt, right? Oder was hat sich ereignet? Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, er hat es einfach erwartet, schätze ich.
Ja, Nahd auf jeden Fall nicht. Also, weil ich ja, mit Botlane halt nicht zeige. Der ist, glaube ich, erst einfach der wollte da zur Vision Plant. Ja, der hat einfach dich gecheckt. Der wollte zur Vision Plant, der hat den Controller gestellt. Das float jetzt, right? Weil wir. Also, wir gewinnen 2v2, weil Jone kann nicht Azir folgen, right? Ich meine, wenn ich diese Q treffe, ist es dabei bei Instant tot, ne? Aber. Wenn der Azir hat halt. Aber spätestens hier hätten wir schon einfach rausgehen müssen. Das hat Freddy auch kommuniziert, honestly. Das ist einfach Instant. Ja, hast recht, ja. Jetzt bin ich aber tot. Genau. Das ist schon sehr scheiße. Okay. Dann Dragon haben die geintet, würde ich sagen. Das können sie nicht machen. War gut von uns gemacht. Mhm. Das war Herald, ne? Erste große Fehler war auf jeden Fall Dings. Also der Dive in der Mitte und das, was davor war. Das war gleich das erste richtig große Manko. Aber war nicht der Botlane Dive sogar davor? Der auch komplett gebackfired hat? Nein. Nee, kommt jetzt. Okay. Also wir machen jetzt erstmal. Zurückswappen, Slow pushen, mit zur Infobot machen wir, ne? Ja. Das Ding ist, wir haben gesagt, dass wir wahrscheinlich nach, wenn TP'en, dann müssen wir wahrscheinlich raus, haben wir gesagt, ne? Ja, wobei der Call war, dass Argo den Call, sobald er den Nah nicht interrupten kann. Genau. Ich hab gesagt, dass ich canceln werde, ja. Nein, hat doch der Gnar gar nicht geportet, das war doch der Azir. Doch, beide sind geportet. Doch, der Nah schon auch und der wurde interrupted. Der Nah ist geportet, ja. Aber wir haben gecancelt. So, jetzt, wir haben mit Priora, wir haben die Botwave gesetzt, war actually gut. Das war gut. Wir haben es gut gesettet, ja. Das war actually gut. Also das Execution fand ich aber auch, wir haben einfach das gemacht, was wir machen wollen. Ich glaube, das Ding ist, dieses CVS Schild ist einfach nur ein Turm. Also ich fand auch nicht, dass wir zu deep gegangen sind. Ich hab das Gefühl, wenn du jetzt hier Ghost anmachst, ne? Ja. Dann läuft die raus und die committen TPs. Und dann drehen wir einfach um. Und gehen nicht rein. Weißt du? Ja, das ist, was ich gemacht habe, vielleicht ein bisschen zu spät, ja. Vielleicht sollte ich aber direkt mit der Wave anlaufen, da gebe ich dir vollkommen recht, ja. Und vielleicht hätten wir auch Herald davor schon spawnen sollen, was meinst du? Aber damit die Wave oder? Dicker ist. Ist Wave irgendwann dran? Also schon davor spawnen halt. Ja, das könnte man hier, das ist halt so, das ist so awkward, ja. Jetzt ist definitiv awkward, ja. Tolkien hat auch kommuniziert, dass er ihn da nicht mehr checken kann. Also, dass er ihn nicht mehr aufhalten kann. Doch, hab ich. Ich hab ihn ja gecancelt. Ich hab auch gesagt, ich cancel ihn. Doch, hat er. Er hat ihn gecancelt. Also, der Name war ja nicht da. Achso, das war einfach viel da. Das ist doch richtig am Anfang. Ja, wie gesagt, ich cancel ihn. Ja, den Fight hier, also vom Gefühl hätten wir den trotzdem einfach gewinnen können, oder? Nee, das ist nicht sogar. Also so, und jetzt haben wir doch gewonnen, einfach. Yeah, ja, und jetzt, ja, und jetzt kommt Brückis große Stunde. Ne? Okay, jetzt kommt Brückis. Das ist einfach so. Aber das Ding ist, jetzt können wir ja die Wave pushen, Herald setzen und zum gemacht, wie wir Dragon wollen. Gehen. Das ist alles fein. Ja, yeah, ich setze einfach Herald gewesen. Und dann laufen wir zum Dragon. Easy peasy. Genau, da war actually alles fein. Ja. Was jetzt passiert? Ja. Reinlaufen. Wurde gehuckt. Ich hab nicht gerafft, dass die einen Mythic hat. Also die Sie hier. Weil ich kann das spielen, aber nicht, wenn die Sie den Mythic hat. Naja. Oh! Ja, aber selbst wenn sie wird ja einfach wiederbelebt, ne? Also. Ah, ja, macht das, glaube ich, schon groß. Aber ich meine, egal, wir haben den richtigen Call, haben wir. Aber das war actually. Noch fett. Gut! Aber du würdest. Auch, also das würdest bis zum Ende. Sagen, das war actually gut. War gut. Wir sollten wiederholen. Ja, auch das Play unterm. Jetzt rückblickend, du hast das richtig gemacht, Agorin. Ich glaube, ich darf einfach nicht so hart zusammen. Das war alles gut. So. Ich darf nicht ulten. Ich muss meine Ulti halten bis zum Fight danach. Ja. Weil ich muss sehen, dass wir die Sivir da nicht töten können, weil Freddy nicht rankommt. Das war actually gut. Well done. So, aber das war's dann auch, oder? Ja, also und da bloß danach dürfen wir halt nicht inten, ne? Ja. Aber wir haben es gut gesetupt und die Execution war auch fein. Ja. Wir haben bloß danach den Reward. Ja, das ist halt danach wieder typische Greedy Overextension von uns, die wir so gerne machen mit all unseren Spielern. Ich glaube, da gibt es auch nicht so viel zu sehen, oder? Ja, danach scheitern wir einfach die ganze Zeit an den Disengage. Ach so, das hier. Ah, der Dive, der Dive. Der Dive war schon sehr weird. Das Ding ist, wir haben es ja so on the go gemacht, weil die gerade am Herald sind, die haben die Wave so spät beantwortet und wir sind halt gerade so hinter die. Also aber warum nicht einfach Bot-Dive? Ich habe auch gesagt, ich TP auf die Wave schon davor. Ich habe es auch gecallt, auf der Wave davor, bevor Nah die Wave cleared. Ja, actually, ja, stimmt. Warum haben wir das nicht gemacht, ja. Das ist actually ein guter Call. Ja, wir wollten den Tier 1 Mitte haben halt. Also eigentlich das Einzige, was wir da wollten, war den Tier 1 Mitte zu nehmen. Ja, oder halt Botlane kennen. Ja, also wir dachten, wir können es. Offensichtlich nicht. Aber wir dachten, wir können es. Wir haben TP Advantage, ne? Ja, wir haben TP Advantage. Genau, und das ist ja. Und ich meine, im Midlane ist es halt Azir da. Und Botlane nicht. Aber wenn wir für den Botlane-Play gehen, nehmen die dann nicht einfach zwei Top-Türme mit dem Herald?
Wenn die smart sind, ja, actually schon. Aber ist nicht so einfach. Meinst du, Johnny kann, ich glaube auch nicht, dass sie so unbedingt zwei kriegen instantly. Das Problem ist, halt, auf jeden Fall, wenn wir den actually clean killen, können wir in Base, können wir rechtzeitig da sein, for sure. Für den zweiten Turret. Genau, wir kann einer basen, defen, ja. Okay. Oder ich meine, wir haben ja auch mit Supply, wir können wahrscheinlich auch von Mitte hochziehen. Würde auch funktionieren, for sure. Genau, also wenn wir hier mit dieser Wave Botlane diven und ich Freddy, ich glaube, dann ist alles easy hier. Mhm. Aber kannst du überhaupt für die Wave da sein? Weil wenn er TP sieht, kann er einfach rauslaufen. Also du musst halt schon in Position sein, right? Das schaffst du nicht rechtzeitig, bevor die Wave cleared. Meinst du mich? Ich meine dich, weil du kannst nicht. Freddy kann da sein, der muss ja nicht weggehen von der Wave. Aber du da sein kannst. Wenn ich gut mache, ja, dann bin ich zu spät. Ja, du bist sehr. Oder ich push die Wave langsam, aber da müssen wir es halt auch vorplanen. Genau, ja, dann müssen wir es vor. Ja, das haben wir. Ja. Ich meine, dieser Dive in der Mitte ist halt. Das ist halt. Aber wie kann das passieren, right? Wir haben ja gesagt, wir haben nicht mal eine Wave. Right? Wir hatten eine, die ist instant verschwunden. Ja, also Sivir echt, war die Sivir in dem Game wirkte extrem stark. Sivir ist sehr broken, ja. Da schau ich das an. Wir uns auch mal anschauen. Das ist schon mal die Wave, man. Die sind wir weg. Ja. Na, wir hitten alles auf die Dings. Ja, aber wir verprügeln uns dann gegenseitig, leider. Anstatt sie. Jetzt laufen wir in die Harrod Boys rein. Ich meine, das ist schon so. Ja, war ein riesen Fehler da. Davor waren wir actually gut ahead. Wenn wir das Play Bot machen, da hätten wir auch wieder für sichere Play. Aber ich dachte zum Beispiel, der Tier 1 Turret wäre halt sehr wichtig zu kriegen und dass der free ist, weil der hat ja irgendwie nur noch ein Fünftel HP. Ah, gestern war meine Ehre, aber ich muss los. Ja, mach auf. Ciao. Aber war gut, war echt gut heute. War ein geiles Scrimset. Morgen gerne nochmal, Guys. Bis dann. Ja. Macht euch einen schönen Abend, Leute. Wir hören uns. Ja.